Jo, hallo YouTube, liebe Messerfreunde. Ja, kurzes Video, sollte eigentlich ein Unboxing werden, aber ich konnte es nicht abwarten. Gestern habe ich ein Paket vom Christoph bekommen, vom Schnorres 58 und ja, das musste ich halt sofort aufmachen, weil ich so gespannt drauf war. Aber ich habe hier ein paar Messer zu Besuch bekommen vom Christoph. Und die wollte ich euch mal kurz hier vor die Linse halten. Da wird es, glaube ich, für jedes Messer noch ein einzelnes Video geben, vermute ich mal. Hier von Hubertus. Hochleistungsstahl. Ja, wäre ja auch noch toll gewesen, wenn auf der Rückseite hier noch die Bedienungsanleitung mit abgedruckt hätten. Naja, ich bin im Moment auf der Suche nach so ein bisschen traditionellen Messern, so in der Art, nach Möglichkeit aber mit einer Carbonklinge, mit Carbonstahl. Und der Christoph sagte mir schon, dass es dieses Messer wohl auch in Carbonstahl gibt. Aber traditionelle, deutsche Taschenmesser mit Naturmaterialien, Carbonstahl. Und verriegelt, diese Punkte in einem Messer zu finden, ist irgendwie gar nicht so einfach. Jedenfalls, ich habe da ganz schön gesucht. So, dann ist dieses schöne Teil hier noch in dieser einfachen, aber schönen Lederscheide gekommen. Da sehen wir schon den Baum. Sehr stramme Feder, ist nicht verriegelt, aber diesmal mit Carbonstahl. Oh, ist da irgendwas auf der Linse? Da muss ich gleich mal nachher mal gucken. Auch wunderschön. Und da kann ich mich entsinnen, da hattest du schon mal irgendwie ein Video gemacht, Christoph. Ich habe es gesucht auf deinem Kanal, aber nicht gefunden, wo ich dieses Messer meiner Frau gezeigt habe. Meinte sie sofort, ja, das bleibt hier. Zumindest sagte sie dann noch, du kannst die Klinge zurückschicken, aber der Griff bleibt hier. Naja, nee. Ja, die Frage, die sie dann auch hatte, und die habe ich natürlich auch, was ist das hier oder auch dies hier für ein wunderschönes Holz? Christoph, vielleicht kannst du das sagen. Ich glaube, du hast es in einem Video schon mal erwähnt, aber ich finde es nicht mehr, das Video. Das ist einfach der Oberhammer. Hier guckt mich irgendwie mit zwei Augen so ein Waldgeist an. Naja, meine Fantasie geht schon wieder nicht mehr durch. So, und dann noch ein Riesenklopper von dem Vergleichstest der feststehenden Messer, dieser Mehrteiler. Da hatte ich ja schon mal das andere Fellkniven hier und jetzt der große Bruder A1. Bin ich mal gespannt. Tja, und zu guter Letzt hat er mir doch tatsächlich für mein Isula hier noch so eine Scheide mitgeschickt. Ja, Christoph, ich weiß nicht, wie ich das jetzt irgendwie gut machen soll. Da hast du mich echt in Verlegenheit gebracht. Gut, das Isula kennt wahrscheinlich jeder. Und das wirkt natürlich in so einer Scheide gleich viel edler und man kann es auch mal so im Rucksack transportieren. Ich werde natürlich die andere Scheide auch noch verwenden, weiter als Neckknife, aber guckt euch diese Lederarbeit hier an. Das ist schon vom Feinsten. So, das soll es aber auch schon gewesen sein. Das sollte eigentlich ein Unboxing werden, nur so ein 2-Minuten-Video. Aber es ist ja alles hier live und da darf man ja überziehen. Christoph, vielen, vielen Dank für die Leihgabe und
Tja, bis dann mal, ne? Moin.